Und damit auch ein herzliches Willkommen zurück an dich zum letzten Video im Jahr 2017. Ja, heute ist der 31.12. und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein großes Video vorgeplant, also was bietet sich besser an als so einen kleinen Jahresrückblick. Ja, was meine ich mit dem Jahresrückblick? So ein bisschen Analytics von mir, wie sieht's aus mit Videos, was habe ich vielleicht nächstes Jahr so vor? Und ja, ich würde sagen, wir beginnen nach dem Intro. Ja, wie vor dem Intro schon angekündigt, dieses Mal so ein bisschen nur Analytics, nicht unbedingt was gezockt. Ja, ich würde sagen, wir fangen als allererstes mit dem Wichtigsten an. Ich hoffe mal, ich darf die Analytics überhaupt so weit veröffentlichen, ansonsten schmeißt YouTube mich direkt mal raus. Ja, als erstes natürlich das Wichtigste, was alle interessiert, die Abonnentenzahl. Abonnentenzahl, gut, die ist sowieso öffentlich, ich denke, das kann ich schon zeigen. Er hängt hier ein bisschen hinterher, 14.12. mittlerweile ist er wesentlich später. Ja. Dieses Jahr gewonnen, 39 Abonnenten, super. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut, was wollen wir machen, viel mehr ist es nicht. Das Ganze wird auch, du machst ja schon hier ein bisschen Real Talk, ich habe jetzt nicht unbedingt ein Skript, was ich davon ablese, ich gucke mir einfach die Analytics an, ich habe auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Guck einfach rein und was mir dann so spontan dazu einfällt. Ja, wie gesagt, Abonnenten, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber man sieht sie gewonnen, Abonnenten 75 Stück. Wo ging es denn so? Ging es ganz gut? Hier ging es ganz gut. Am 27.02. direkt 3 Abonnenten eingesackt und dann eigentlich immer mal wieder so ein. Ja, gut, hier mal wieder einen verloren. Hier war ein bisschen total scheiße. 9.09. 2 Abonnenten verloren. Okay, was habe ich denn da angestellt? Macht aber soweit nichts. Ich weiß es nicht, was ich da angestellt habe. Ist mir aber relativ, auch wenn ich ehrlich bin, relativ egal. Ja, die verlorenen Abonnenten 36 und gewonnen 75. Wäre mir ganz lieb, wenn wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr zusammenbekommen. Soll jetzt aber auch nicht unbedingt so ein Geheuchel sein, so nach dem Motto, muss nicht unbedingt abonnieren. Ich kann auch mal ganz kurz gucken, ob ich das danach irgendwo finde, wie viel der Abonnent, wie viel der Zuschauer meinen Channel nicht abonniert hat, denn das ist auch relativ, relativ unausgewogen. Ja, machen wir weiter hier mit der Wiedergabezeit, auch dieses Jahr, okay, hat er schon übernommen, haben wir 41.000 Minuten und 35.000 Aufrufe. Ist auf jeden Fall ganz gut. YouTube Red, Wiedergabezeit, ich bin in YouTube Red, okay. Und YouTube Red Aufrufe 5. Ich wusste gar nicht, dass es das in Deutschland gibt. Ja, wir sehen es ja auch hier. Lief auch ganz gut. Januar lief ganz gut. 3 Stunden an einem Tag. Wenn ich da draufklicke, sehe ich, welche Videos das dann waren. Überleben in Minecraft Stream Edition. Das hier lief ganz gut. Und die eigenen Command-Blöcke liefen auch ganz gut. Aber das war schon von 2015. Ja, das hier wurde 136 Minuten wiedergegeben. Wenn ich da draufklicke, kann ich sehen, wie lang das Video ist. Video ist nicht verfügbar. Stimmt. Nur ich kann es selber nicht sehen. Das ist das Komische. Normalerweise, egal. Ich weiß, ich habe das Video damals runtergenommen, weil Musik und so. Okay, gucken wir mal weiter mit der Zuschauerbindung. Das war auch das, was ich in den letzten paar Videos immer angedeutet habe. Allerdings, ach, hier sehe ich den Stream noch. Der Stream ging 1 Stunde 32. Okay. Haben sie durchschnittlich 5 Minuten zugeguckt. So, ich will aber jetzt nicht nur von dem, ich will hier das komplette Jahr. So, das komplette Jahr auf dem, auf allen Videos. Hier sehen wir durchschnittliche Zuschauerbindung 1 Minute 27 und wenn wir das dann hochrechnen, so kommen wir hier auf 27%. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen dürftig. Denk mal, du weißt, was ich meine. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, wer sich noch erinnern kann, Minecraft Community und eine Skyblock-Folge habe ich mal nur 4 Minuten lang gemacht. Eigentlich hätten wir, wenn wir 10 Minuten nennen, ungefähr ein Viertel davon, dann wären das 2,5 Minuten. Also hätten 2,5 Minuten gereicht, dass ihr das Video komplett guckt. Vielleicht kriegen wir dann nächstes Jahr auch ein bisschen was hin. Wer übrigens Verbesserungsvorschläge hat, wer zum Beispiel sagt, also ich würde ja deine Videos gucken, aber die 3 Punkte hier gehen gar nicht. Gerne in die Kommentare einfach reinschreiben. Dann gucke ich mal, was ich besser machen kann. Bin ja eigentlich generell, ja, der weltoffene Mensch und so. Wie gesagt, einfach mal in die Kommentare, was vielleicht da besser ist, dass du dir auch die Videos länger anguckst, wenn du sagst, ja, ich bin der mit Durchschnitt 27%. Können wir uns doch hier mal Wachstum anzeigen, was ist das denn? Aha, ja, hier liefen 2 Monate ganz gut. Das war der 1.7., der lief super. Haben wir da auch irgendwelche Daten dazu? Deutschland. Da können wir uns auch noch gleich mal angucken.
Der Warface-Stream. Wiedergabezeit 122 Minuten. Ja, der lief auch ganz gut. Können wir mal gucken, wie lang ging der? 1 Stunde 24. Also der war genauso. Ja, machen wir mal noch weiter so ein bisschen. Mit den Bewertungen auch hier wieder. Nicht nur von dem hier und vom ganzen Jahr. Dieses Jahr. So. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Mag ich Bewertungen 228 und mag ich nicht Bewertungen 110. Vielleicht kriegen wir die noch. Kann ich die anklicken? Welches Video da so scheiße war? Das waren die hier. Am 1.2. Welches Video waren da so scheiße? Kann ich mir das angucken? Nö. Müsste ich raussuchen, welche Video ich da veröffentlicht habe. Ja gut, dass der eine und dass die alle aus Deutschland kommen, war mir eigentlich schon klar. Gut, machen wir wieder auf ganzes Jahr, dieses Quartal, dieses Jahr. Wir können ja hier auch mal 228 zu 110, wir können auch mal letztes Jahr mal gucken. Ja, hält sich ungefähr die Waage. Das Ganze können wir auch nochmal mit den Abonnenten zum Beispiel machen, so ein bisschen Vergleich dieses Jahr, letztes Jahr, wo sind sie? Hier sind die Abonnenten. Einmal letztes Jahr haben wir 55 geschafft und dieses Jahr 41. Drum, aus dem Grund habe ich gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Wir haben dieses Jahr 28 verloren, wie war das Ganze letztes Jahr? Da habe ich relativ viele gewonnen, ne? War das hier. Können wir hier sehen, wo die vielen kamen? Am 4. und am 10. Habe ich da irgendwas Großartiges gemacht? Sonstiges. Vielleicht hat mich irgendjemand mal gefunden und mal ein bisschen gepusht. Gut, dieses Jahr, und was hatten wir, noch? Die Zuschauerbindung, die kann ich nochmal ganz kurz raussuchen für letztes Jahr. Die ist hier, dieses Jahr hatten wir, okay, hat sich gerade nochmal aktualisiert, 28% bei 1 Minute 10. Gucken wir mal letztes Jahr. Da hatten wir 33% bei 1 Minute 6, also ihr guckt ungefähr, doppelt gemoppelt halt besser. Also ihr guckt in der Regel noch gleich lang, nur eben... Ja, die Prozente, gut, meine Videos waren letztes Jahr auch immer noch ein bisschen kürzer. Aus den Gründen. Ja, wir können auch nochmal die Wiedergabezeit gucken. Das war, glaube ich, das mit den Minuten. Genau, dieses Jahr hatten wir 34.000 Minuten. 34.400, sagen wir mal so. Das hatten wir letztes Jahr. 26.000, also man mag. Es ist Wachstum da in dem Channel. Und genau das ist eigentlich auch das. Kommen wir jetzt mal zu dem Ausblick auf 2018. Das, was ich für nächstes Jahr vorhab. Wieder, ich weiß, Ende vom Jahr waren jetzt ein bisschen unregelmäßig die Videos. Ich versuche es wieder so ein bisschen hochzuziehen. Vielleicht irgendwas, ja, wieder so ein bisschen stabiler hin, dass ein bisschen mehr auf dem Kanal auch läuft. Denn ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, dass der Kanal ist sozusagen, ja, ich würde sagen, das ist mein Nachwuchs, mein Kind. Man will sich halt, wenn, ich weiß nicht, ob du selber YouTuber bist, wenn ja, wirst du das Ganze kennen. Du willst halt mit dem Kanal auch ein bisschen größer werden, ein bisschen mehr Reichweite. Aber das will eigentlich jeder und um das soll es hier aber eigentlich auch überhaupt nicht gehen. Hier ist nur zu sagen, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Insgesamt kann ich sagen, ich bin mit dem Jahr eigentlich zufrieden, so wie mit den letzten paar Jahren auch. Klar, ab und zu sind ein paar Dämpfer drin, aber die hast du eigentlich im Normalfall nicht unbedingt immer im Griff. Ja, ab und zu einmal ein Video scheiße gemacht, die letzten drei Abonnenten gehen. Ich kann auch nochmal ganz kurz, ich schalte mal nochmal hier um und gehe nochmal auf die Abonnenten. Wo waren sie? Hier waren sie. Wenn wir uns mal den letzten Monat angucken, beziehungsweise den Dezember, letzten Monat, diesen Monat Dezember. Hier, es lief ganz gut, wir haben diesen Monat gewonnen, 6 Abonnenten, gut, einer hat deabonniert, den soll doch der Blitz beim Scheißen treffen. Und von meinem YouTube-Kanal aus hat einer deabonniert, also nicht aus einem Video, also war das Video nicht so scheiße. YouTube-Wiedergabeseiten, da haben die 5 abonniert. Und das hier eigentlich Command-Blöcke auf dem Minecraft-Server. Das hier ist scheinbar, das läuft. Wir können auch mal drauf gucken, wie sehen von dem mittlerweile die Statistiken aus. Kann ich das aufrufen, das Video? Nö, kann ich scheinbar nicht. Kann ich hier auf Übersicht. Okay, das ist ganz was anderes. Da mache ich euch mal gleich mal einen Balken noch drüber. Das geht euch so gar nicht an. Ja, aber ich weiß, dass das Video relativ gut läuft. Ich kann mal ganz kurz suchen, bei dem einfach mal auf YouTube sucht das Video. Ja, stehe ich relativ sogar weit, relativ weit oben. Ich wusste gar nicht, dass hier Werbung drin ist. Ach, das sind die hier. Jo, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. 9000 Aufrufe, 135 Daumen nach oben, gut, 39 Daumen nach unten. Das sind wahrscheinlich die, die zu doof sind, ihren Minecraft-Server aufzusetzen. Aber gut, vor einer Woche, jo, danke. Ist simpel und einfach danke. Direkt mal einen Like.
Das kann ich übrigens, wenn ihr das mal wollt, lasst mal hier auf dem Video einen Daumen nach oben da, dass ich mal von den besten Videos von mir einfach mal die Kommentare durchgehe, da drauf mal so ein bisschen antworte. Wenn ihr da noch ein paar Fragen gestellt habt, dann kann ich das Ganze mal machen. Ja, soviel zu meinem Jahresrückblick aus 2017 und zu guter Letzt auch ein bisschen aus 2016, so ein bisschen verglichen. Auf jeden Fall, mir macht YouTube immer noch Spaß und ihr werdet mich wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht unbedingt missen müssen. Und aus dem Grund wünsche ich dir einen guten Rutsch heute Abend. Übertreib's nicht und bis zum nächsten Jahr. Und tschüss.